Herzlich willkommen in meiner Praxis. Mein Name ist Rolf Stolz. Mein Team und ich stehen für Orthopädie, die Sie bewegt. Bewegung ist für Arthrosepatienten oft mit starken Schmerzen verbunden. Viele Patienten, die zu uns kommen, haben schon alles versucht, um ihre Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit im Gelenk zurückzugewinnen. Wirklich geholfen hat ihnen aber erst die sogenannte Dona-Therapie. Und was es damit auf sich hat, das zeigen wir Ihnen mit diesem Film. Arthrose ist eine Abnutzungs- und Verschleißerscheinung der Gelenke. Die kann Menschen jeden Alters treffen. Manchmal ist die Schulter betroffen, bei anderen die Hüfte, Wirbelsäule, die Sprunggelenke oder das Knie. In vielen Fällen leidet der Patient schon seit Jahren und kann sich nur noch unter Schmerzen bewegen. Oft wurden bereits verschiedene Therapieformen ausprobiert, ohne Erfolg. Der Knorpelschaden wird größer, die Schmerzen nehmen zu. Um eine Operation zu vermeiden, empfehle ich in solchen Fällen eine Behandlung mit Glucosaminsulfat, die Dona-Therapie. Damit erzielen wir seit vielen Jahren gute bis sehr gute Erfolge. Die Patienten sind über lange Zeit schmerzfrei und können dadurch ihr Leben wieder besser meistern. Die Dona-Therapie umfasst 12 Behandlungen über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen. Das Präparat wird direkt in das betroffene Gelenk oder an die Bandscheibe gespritzt. Es ist in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern nicht zugelassen. Der Wirkstoff Glucosaminsulfat wird aus Schalentieren gewonnen. Er verbessert die Festigkeit des Knorpels und damit das Dämpfungsvermögen der Gelenke. Das lindert die Schmerzen und macht beweglicher. Der Stoffwechsel im Gelenk wird angeregt, der Schutz wird erhöht. Das Feedback unserer Patienten zur Dona-Therapie ist eindeutig. Ilse Glöckner aus Schenefeld sagt, ich habe Arthrose in fast allen Gelenken. Mit der Dona-Therapie mache ich seit mehr als 20 Jahren sehr gute Erfahrungen. Nur dadurch kann ich mein Leben noch komplett selbst bewältigen. Tim Bischoff aus Hamburg meint, ich bin total überzeugt von der Dona-Therapie. Nach dem ersten Behandlungszyklus war ich viele Jahre schmerzfrei. Und Uwe Meseberg aus Kassel sagt, selbst aus Kassel komme ich immer noch hergefahren, weil die Dona-Therapie so gut wirkt. Herr Stolz spritzt super. Ich gehe raus über den Gänsemarkt und die Schmerzen sind weg. Kopf in Nacken bitte. Viele Patienten sind tatsächlich sehr schnell und für lange Zeit schmerzfrei. Zu einer seriösen Beratung und Behandlung gehört jedoch auch der Hinweis auf mögliche Risiken. So ist das Präparat für Menschen nicht geeignet, die allergisch auf Schalentiere reagieren. Risiken und Nebenwirkungen bei der Injektion ins Gelenk können sein: Schmerzen beim Einstich, Blutungen in das Gelenk, Rötungen am Gelenk, Erwärmung und Gehbeschwerden. Selten können allergische Reaktionen auftreten. Ebenso selten ist eine Infektion des Gelenks durch Keime. Sie tritt in einem von 36.000 Fällen trotz steriler Behandlung auf. Gelenkvereiterung kann die Folge sein. Sehr selten kommt es zu einem Abfall der Blutzellreihe. In dieser Praxis wird die Dona-Therapie seit über 30 Jahren erfolgreich angewendet. Viele Patienten konnte ich dadurch vor einer drohenden Operation bewahren. Wenn Sie Fragen zu dieser Form der Arthrose-Therapie haben, sprechen Sie mich gerne an.